Es spielen so viele Faktoren eine Rolle, deswegen ist Boone definitiv nicht raus aus der Nummer. Ganz im Gegenteil, es wird spannend, ich freue mich drauf und wir schauen jetzt in den Split. Blaue Seite 55 HP Monks, rote Seite Boone und wir sehen Shutt und Misha schon wieder in dem Bereich, um hier zu crossen. Shutt macht allerdings ein bisschen auf defensive Variante und probiert hier eher was crossed abzufangen. Misha lässt sich davon Fake ein bisschen betüddeln und zieht sich deshalb auch zurück. Hält sich aber noch bedeckt an der Ecke. Oh, wir haben einen Early Chieftain von Chat und Carsipe. Okay, das ist ein sehr neuer Opener hier von 55. Aber ich bin gespannt, wie sich das aussetzt. Wenn natürlich niemand vom roten Misha hat crossed, sich hier gerade in der Offensive von Boone catchen lassen, hat aber noch geschafft, raus aus der Nummer zu kommen. Pistol Whip kam noch rein von Sensatex, aber auch da hat er es geschafft, sich aus der Nummer rauszubewegen. Also doch sehr mobil. Oh, aber dann kam ein kleiner Burst an der Seite, er hat sich nochmal in die Mitte getraut, aber dadurch dann jetzt auch sehr gut die Möglichkeit, hier den Rest abzubringen. Er wurde mehr oder weniger in die Mitte gedrängt. Sich getraut ist da doch eher die Ausnahme. Hält sich jetzt hier so ein bisschen abseits, wird dabei aber von Fake und Blackjack sehr, sehr schön gezoned. Und wir sehen niemand, der hier von Boone gerade die Mine verteidigt. Und das nutzt Carsipe direkt aus, bringt den Decap, setzt auch und das auf, ist jetzt ein sehr, Cap sehr gefährlicher Svanir. Obwohl, nee, der ist fast schon down. Sehr, sehr weit. Ja, richtig. Das ist ein guter Svanir aus der Sicht. Den hat Venturi sich jetzt gesichert. Wobei man sagen muss, hätte Carsipe gesehen, dass der läuft, hätte vielleicht Carsipe da sogar den Stil ansetzen können. Er hat jetzt aber den Cap. Stattdessen hat er jetzt den Cap. Richtig. Und das kann, wenn er das hier gut macht, mehr Punkte wert sein. Also schauen wir mal, ob er die 25 damit schafft. Also muss er sich 50 Sekunden auf diesem Punkt verhalten. Aber die 4-Chain, die wir hier sehen, das ist einfach ungemein, da ist der Decap jetzt auch schon durch. Also hat es sich nicht ganz gelohnt. Alimui stirbt jetzt noch auf den Point, aber der Decap wird auch noch eine Weile brauchen. In der Mitte hat sich noch nicht wirklich was entschieden. Ja, der Decap spielt halt auch noch ein bisschen in die Hände, ne? Das darf man definitiv nicht aus der Sicht lassen oder aus der Acht lassen. Das heißt, man könnte die Punkte, die er gemacht hat, auch so ein bisschen doppelt zählen zwischenzeitlich. Wir hatten hier einen schönen Engage von Sensotix und Empa. Auf dem Quarry hatten sie Misha down, aber Issei hat zu einem Res angesetzt, der ist erfolgreich durchgekommen und demnach keine so große Sache, obwohl Misha da lange, lange Zeit im Downset lag, wirklich. Währenddessen immer noch der Fight in der Mitte, Melo da das Fokus-Target von Fake und von Blackjack. Jetzt langsam neigt er sich da dem Ende, auch der Truppenvogel macht hier gut Damage nebenbei. Issei setzt nochmal zu einem Res an der Elementalist, kriegt ihn auch so gerade eben durch, muss jetzt aber aufpassen, dass er da nicht selber noch irgendwie im Schaden down geht, hat sich aber schon wieder sehr, sehr gut hochheilen können. Die Mitte noch immer decapped, knappe 50 Punkte Vorsprung, wobei, nee, 40 Punkte Vorsprung hier für 55 HP bisher. Ja, wir sehen Sensotex die ganze Zeit am Rein- und Raustanzen, so muss der das an der Stelle auch spielen. Shutt hingegen hat gerade ein Portal genutzt, um sich aus dem ganzen Kram, wo ich gerade kommentieren wollte, dass er sich da in die Mitte getraut hat, musste er sich da auch schon rausholen. Jetzt haben wir Emper hier im Downstate, der war so ein bisschen nebenbei das Fokus. Glatt nebenbei das Fokus, wunderbar, macht fast Sinn. Sensotex bei einem Rest versucht. Hättest du es gerettet. Ja, nebenbei, Fokus ist immer noch Bullshit. Ja, okay. Aber Fake, wir haben jetzt 3 Downstates auf einmal und wenn sie da einfach die Leute liegen lassen, kann das natürlich fatal werden. Fake probiert sich Fake hochzureißen. Nein, da kam noch ein AE von Aldemiri an der Stelle. Moltres ist jetzt noch der Einzige, der hier auf dem Punkt steht und den Cap verhindert. Aber das wird auf jeden Fall. Und sie lassen die Leute auch noch liegen. Theoretisch hätten wir noch eine Offensive sehen können, aber Ventari steht einfach auf dem Point und trinkt ein bisschen Kaffee. Shutt bewegt sich, glaube ich, wieder Richtung Chieftain. Er bewegt sich generell alles von 55 gerade hin. In der Mitte Melo jetzt mit dem Stomp auf Blackjack. Fake ist allerdings wieder da. Ah, nein, Fake ist in der... Oh, Vengeance. Okay, okay. Fake ist in der Vengeance und dementsprechend konnte er den Cap da nicht verhindern. Hat stattdessen nochmal versucht, Blackjack wieder hochzubekommen. Außen die Creature geht, wie bereits angekündigt, an 55. Das heißt, jetzt schon gute 100 Punkte hier jetzt sehen vorne. Wir hier aber auch Aldemiri hat direkt ein Auge hier auf den Strand gehabt, somit gesehen, dass hier die Leute probieren, einen Cross anzusetzen und damit konnte sich hier Milo direkt zurückziehen und wird auf jeden Fall als Verteidigung gelten. Falls sie da engagen, der geht dann doch lieber wieder in die Mitte. Nein, hat sich jetzt nochmal umentschieden. Ist er jetzt aber theoretisch auch da, der da auf jeden Fall eine Weile was halten kann. Ja, in der Mitte, Carsipe Shutt immer noch so in der Nähe, der hat gerade mal geschaut, ob da außen was mit Svanir gemacht wird, aber nicht, also kann er sich jetzt hier so ein bisschen anschließen und Venturi vielleicht relativ schnell aus dem Spiel nehmen. Währenddessen immer noch der Fight hier am Erdwerk, ja, läuft auch dadurch, dass sie hier den Capture Point haben, definitiv in Favor für 55. Lediglich Misha muss da ein bisschen aufpassen, ist das Fokus-Target,
aus Sicht von Boone, zieht sich da jetzt auch sehr, sehr schön erstmal und zur Seite raus. Und Sensotix könnte jetzt, wenn die Leute hier nicht aufpassen, einen Decap bekommen. Wir haben dann einen gesloten Shot und sie wollen auch noch in die Stealth gehen. Ademir sieht dann, das kann er sich da nicht erlauben an der Stelle. Jetzt auch noch hier sehr, immobilized. Sehr, sehr schöne Wall da von Blackjack, um ihn da vom Punkt zu zonen. Wunderbar, jetzt auch nochmal, das ist wirklich die Kontrolle, die teilweise durch so einen Stab-Ele kommt, ist halt doch enorm. Hat jetzt aber ein paar Probleme gehabt, Ademir hätte doch ein bisschen mehr aus. Sensotix an der Seite down, da wird probiert noch ein bisschen hier reinzubringen. Ventari jetzt zur Unterstützung, aber Sensotix muss da auf Wiedersehen sagen. Oh, ist er mit dem sehr, sehr schönen Cross hier Richtung Main. Ist zügig unterwegs, aber Ventari ist ihm da auf den Fersen. Ich glaube auch, er wird es schaffen. Ja, er schafft es rechtzeitig da auf den Punkt drauf. Sitzt auch nochmal ein 4 an und cappt damit wieder Teile zurück. Das zwingt jetzt Karsheit so ein bisschen defensiver zu spielen, um die Hench nicht aus den Augen zu verlieren. Und das könnte ein Vorteil in der Mitte für Boone sein, hier im direkten Duell. Misha wieder, das Fokus-Target wieder sehr, sehr low. Zieht sich da immer wieder zu den Seiten raus, probiert da mit mehr oder weniger Lebenspunkten noch rauszukommen. Das Brennen tut ihm richtig weh, nimmt die Heilung aus der Mitte mit, aber wird da auch downgehen. Ist jetzt aber auch in einer sehr, sehr wunderschöner Position, Rest. Nein, der kam zur letzten Sekunde, kam da glaube ich gerade noch ein Flamesigil-Proc, der ihm noch ordentlich eingeheizt hat. Zusammen mit einem kleinen Burst, der zweite Stomp wird eingesetzt, der reicht dabei auch. Fake hat ein bisschen Damage drauf gemacht. Das reicht aus. Shut an der Seite down, Sensotix kümmert sich um den und Melo wird da glaube ich keinen Rest drauf kriegen. Das wird er ihm das Leben kosten. Theoretisch könnte jetzt, ich weiß nicht, ein Renewed, wenn er sich noch länger darauf fällt, wir haben jetzt Ademiri noch, also kann er sich den Renewed Focus schön off-point leisten. Ja, währenddessen geht Ventari, oh, wie gerade schon von Blue angepinkt wurde, meine Güte, hier außen auf einen Swan hier. Der hat sich definitiv bewegt. Also hier ist die Chance da der Respawn Shut vielleicht da eventuell durchgeht. Vielleicht will auch die Leute einfach hinlocken. Richtig, genau. Richtig. Aber geht jetzt nämlich direkt, aber so stark wie Swan hier zurückgelaufen ist, könnte das auch wieder auffällig gewesen sein. In der Mitte jetzt Karsheit down, ist da, um ein bisschen auszuhelfen, wird allerdings auch nicht so viel machen können. Der Stomp wurde nochmal interrupted, Emperor setzt allerdings zu einem zweiten an. Dagegen kann Karsheit da nicht viel machen. Misha mit dem Portal jetzt nochmal Richtung Mitte gegangen, zieht damit. Achso, ist er kurz rausgeholt zum Heilen und ist danach selber wieder rausgegangen. Okay. Es hat gerade aber wirklich sehr schön geklappt. Also Sensotix hat da einmal den Weg drumherum gemacht, hat dann gesehen, nee, der steht noch auf dem Point. Also kein Decap und kein Swanier-Seal. Wunderschön. Jetzt geht er nochmal hin. Will er den jetzt wirklich machen oder wirklich nochmal baiten? Er läuft schon direkt wieder weg. Will er nochmal? Sie sieht ganz so aus, als ob er das einfach versuchen würde und damit einfach Shut immer wieder aus der Mitte rauszieht. Aber diesmal scheint Shut also nicht darauf reinzufallen natürlich oder nicht leisten. Nicht leisten zu können, darauf dahin zu gehen, selbst wenn er gemacht werden würde, einfach weil hier zu viel passiert in der Mitte. Sehr, sehr schöner Rest gerade eben auf Melo war das, glaube ich, der Weg. Ist natürlich auch so eine Sache, wenn du immer und immer wieder den Swan hier pulst, irgendwann wissen die Leute nicht mehr, wann das ein Fake ist und dann kannst du den vielleicht machen, ohne dass jemand kommt, wie zum Beispiel jetzt. In der Mitte, Melo gerade wieder kurzzeitig down gewesen, sehr, sehr schön hochgeholt von Issei. Issei down, der wieder hochgeholt, ne, der jetzt in einer Mistform war, allerdings jetzt wieder aufgehoben wurde von Melo. Also die heben sich da gegenseitig auf gegen den Schaden und die Kontrolle, die einfach Boone da auf dem Punkt ausübt. Das ist bringt weder Punkte für die eine Seite noch für die andere. Misha jetzt die nächste Person, die down ist. Es fehlt natürlich an Schaden. Jetzt ist die Creature übrigens auch durch. Oh, wir haben einen doppelten Downstate. Aber nein, er ist schon gerallied, Misha ist da gestompt worden, Amber jetzt wieder in der Mitte gut dabei und hier jetzt wirklich der Teamfight, der es entscheiden kann, an der Seite Shut, der macht natürlich Damage, der wird glaube ich nicht mehr allzu lange ignoriert werden. Maylord hat jetzt ein paar Probleme damit, dass er hier auf dem Punkt bleiben muss, hat gerade noch sein Heal gezündet, wenn man das so richtig sieht, hat noch sein Renewed Focus up, aber der gibt natürlich auch immer Sachen für den Punkt hin, gedownter Shut, immer eine Sache, die man nicht unbedingt dressen kann. Ja, ist da und Kassab ist auch das. Wir haben die drei tankigen Klassen hier von 55 gerade in der Mitte. Der Pain Train wird sich gleich um die Verteidigung des einen Close Points kümmern. Dahin ist jetzt Blackjack auf dem Weg. Da ein Decap natürlich zu haben, wäre auch sehr, sehr hilfreich. Ist er in der Mitte wieder down, wieder der Rest. Also Melo und Issei kriegen sich da unheimlich gut immer wieder nach oben. Jetzt gibt es hier den Engage von Blackjack im 1-on-1 gegen Misha. Und Shut zieht jetzt durch auf die Main, so wie das aussieht, um da einen Decap anzubringen. Also sehr, sehr interessant auf jeden Fall, wenn Misha das hier gegen Blackjack nicht hält, jetzt wird hier nochmal der Rest probiert, dann wird aber das eng. Das hat er nicht ganz geschafft. Er ist nochmal in der Mistform, aber zu viel Life schon low gewesen. Und bei dem Restversuch gegen Melo direkt down und Ademiri auch. Wir haben jetzt anderweitig hier den dreifachen Downset, so wie wir das vorhin gesehen haben. Jetzt gehen sie alle hier schön in der Manier zu der Main, um Shut aufzuhalten, den Cap dann auch zu überholen. Aber ich glaube,
Oh, er hat es ganz knapp noch geschafft. Ganz knapp. Und jetzt hat natürlich der Dieb hier nicht viel zu lachen gegen Sensotex und Ventari. Die haben ihn da auch instant in den Downstep befördert. Portet sich nochmal auf den Punkt, um den Cap ein bisschen zu delayen. Das ist aber auch so ziemlich alles, was er machen kann. Er zwingt den Stomp mit diesem... Jetzt haben sie aber den Double Cap und das kann wirklich noch was bringen. Wir sind bei 370 zu 423. Das sind gute 50 Punkte Vorsprung, die wir haben. Das könnten zwei... Wir kriegen jetzt fast den 3 Cap sogar. Er hat sich da nur noch ganz, ganz... eben wirklich auf diesen Punkt draufgestellt. Das ist jetzt eine ganz blöde Situation für 55 HP hier. Das definitiv, denn wir sehen hier die Verstärkung wirklich zu dem Punkt. Wir sehen hier, sie wollten da noch was machen an der Main, aber haben sich damit ein bisschen verschätzt. Wir haben jetzt einen offenen Keep, aber niemand, der da wirklich hin kann. Niemand, der unbeobachtet ist. Niemand, der sich aus einem Fight zurückziehen könnte. Vielleicht Shut hier an der Henge, aber jetzt sehen wir auch schon, dass sich Zapdos da auf den Weg macht oder zumindest das wahrscheinlich mitkriegen würde, wenn er da nicht eine Stealth-Aktion macht. Jetzt ist hier die Mitte gleich schon wieder verteidigt und das halten sie und jetzt haben sie schon sich die Führung erarbeitet. Und es sollte in Favor für Boon laufen, das erste Match. Interessant könnte da wirklich außen noch die Creature werden, die halt auf der Seite von 55 HP stehen. Ich bin gerade nicht ganz sicher, was den Timer von Zwani angeht. Natürlich macht Boon gerade doppelte Punkte, aber es sind halt 25 Instant-Punkte, die hier im Chieftain schlummern. Da ist allerdings Sensotix in der Nähe. Theoretisch Stomps, wir haben Mortress jetzt down, 5 Punkte für den Stomp. Sie arbeiten sich langsam dahinter, wäre fast noch von Shut der Decap gekommen. Jetzt ist Zwani wieder da, okay, das ist also auch ein Faktor. Also wir haben zwei Creatures, Punkte, die hier den Unterschied machen könnten. Und wenn sie beide holen, könnten sie das gewinnen. Misha ist jetzt auch schon auf dem Weg. Misha und Shut sind beide auf dem Weg zu der Creature. Wollen sie da den Decap noch holen? Ich weiß nicht, ob es das vielleicht worth it oder wirklich auf Vollrisiko Zwani gehen. Das Problem ist, selbst mit dem Swanier-Kill wären sie noch nicht ganz auf einem Gleichstand. Okay, und es tickt halt der doppelte Punkt. Ja, aber dann haben wir noch den zweiten. Ah, Chieftain, da sitzt Karstab gerade dran. Oh, das könnte jetzt ganz, ganz wenn, eng werden. Wenn sie den Swanier haben, wenn sie den Swanier haben. Sie haben den Swanier. Sie haben den Swanier. Und Karstab macht hier gerade den Chieftain. Und das klappt nicht ganz. Oh, wow, war das eng. Ich höre den Schrei noch, ja. Den Schrei ganz, ganz kurz nach den 500 Punkten für Boon. Das waren Sekunden. Das waren wirklich Sekunden. Holy crap. Wow. Die Hänger kann es eigentlich nicht ausgehen. Was ein Comeback. Momenten. Da haben sie wirklich den Double Cap dann noch so lange gehalten. Es war wirklich noch der Ausweg, da mit dem Chieftain was zu machen. Einen Punkt bekommen. Sie haben ja jetzt zwar das in der Mitte bekommen, aber das war mehr, weil sich wirklich das gesamte Boon-Team dann in Richtung Swani bewegt hat. Mit dem Schrei von Chieftain auch ein Schrei von Karsype aus Frankreich bis nach hier gehört, der sich ärgert, dass er da vielleicht nicht einen Auto-Attack oder einen Damage mehr durchbekommen hat irgendwie. Um das hier zu entscheiden. Ich bin nicht auf die Chat-Reaktion gespannt, die wir bekommen. Damit, im Replay sehe ich das Ganze gerade nochmal. Ja, unglaublich. Wo du gerade Replay sagst, können wir uns die Situation auch nochmal im Replay angucken. Oh ja, und zwar haben wir jetzt hier gerade den Moment, in dem sich hier die Leute zu dem Swan hier bewegen. Und in demselben Moment ist halt Aldemiri auf dem Weg zum Chieftain. Aber wie wir wissen, das ist wirklich eine Sekunde, die da fehlt. Wenn wir darauf achten, wir haben jetzt Swan hier, der Burst, der da angebracht wird. Und er fällt wirklich um einiges. Jeder will das bekommen und sie haben es geschafft. Sie sind auf 85 Punkte und jetzt fehlen noch 4. Wenn wir da die Healthline angucken, er ist fast down. Jetzt tickt der Punkt und jetzt ist der Swanier down. Das war 2 Sekunden maximal. Unglaublich. Unglaublich schade. Übrigens auch wahrscheinlich aus Sicht von 55 HP. Ja. Unglaublich schön aus Sicht von Boon. Und das macht natürlich Lust auf mehr, wenn wir jetzt hier auf die zweite Map Fallfire schauen, wo viele verschiedene Dinge eine sehr, sehr interessante Rolle spielen. Wir kennen den Opener von 55, Boon kennt den Opener von 55, ja. Heißt Shut und Misha hier auf den Quarry. Ob das so kommt und wie Boon dagegen reagiert, davon wird, glaube ich, schon eine Menge abhängen. Dann natürlich Misha und Shut, sehr, sehr mobil. Shut ist wahrscheinlich der, also nach Sizer, der jetzt durch das Turnier der Legenden berühmt wurde für die Decaps, ist Shut meiner Meinung nach eigentlich der das schon so konstant und so gut macht, einfach schnell auf den Enemy Point zu kommen. Das wird eine wichtige Rolle spielen, wie gut das ist. Man darf absolut nicht unterschätzen, wie mobil jetzt wirklich die Backpoint Defenden einen Elis sind. Elementalisted. Ja, absolut. Defendenden. Oh, holy crap. Defendende. Das Englisch. Defendende. Elementarmagier. Ich glaube, das funktioniert sogar, weil Defensive haben wir auch eingedeutscht.
Ich Egal. Denke, das könnte aufgehen. Na gut, auf jeden Fall, also es wird so ein bisschen auf Schatt ankommen. Misha ist um einiges mobiler als Venturi. Vielleicht da auch die Chance, ein bisschen in Richtung Decaps zu arbeiten. Issei und vor allem Blackjack. Die Portal-Play-Option. Portal für einen möglichen Lord Rush, und den dürfen wir dann auch nicht unbeachtet lassen. Gespannt bin ich auf jeden Fall auf das Matchup zwischen Issei und Blackjack. Wir haben gesehen, Issei verliert gegen Quoth, das 1-on-1. Ich bin gespannt, ob wir hier was Ähnliches sehen. Das heißt, dass hier, also Issei wird sehr wahrscheinlich hier wieder Richtung Waterfall eröffnen, und eventuell schicken sie dann Zapdos oder Blackjack hier auch Richtung Wasserfall, um da eventuell das 1-on-1 zu forcen. Das, ja, ist er bekanntlicherweise schon gegen Quoth verloren hat. Ich weiß ja von Moa, dass Elementarmagier sehr, sehr gerne von Blackjack auch gespielt wird. Neben Warrior, den er wegen dem Meta spielt, und Necro. Das heißt, da könnte es zu einem sehr, sehr interessanten 1-on-1 kommen. Jetzt schauen wir in den Split hinein. Boom könnte es klar machen. 55 HP muss antworten, um das dritte Match von drei hier auf Kylo zu zwingen. Wir sehen vom Opener Misha hier zusammen mit Kaseb zum Close Point. Also sie vermuten einen Counter-Opener, und wir sehen, dass auch drei Leute, die hier zum Quarry geschickt werden. Shutt ganz alleine, der wird sich hier das Duell nicht eingehen. Und wir haben eingehen. Aber wieder Sensor-Text da hinten am Warten. Also das scheint wohl wirklich eine gewollte Sache zu sein. Oder hat er wirklich genau dieselben Probleme nochmal? Kann es mir nicht vorstellen. Aber es war so ein absoluter Counter-Opener, und 55 hat das ausgenutzt. Kaseb kriegt ohne große Probleme ebenfalls ihren ihren Close Point. Misha das lässt wirklich Portal genau stehen. Gleich. Auch wir das sehen, die Punkte ticken total gleich. Misha lässt ein Portal am Waterfall stehen, das ermöglicht natürlich 55, eine ganze Ecke weiter zu rotieren und trotzdem nicht den Close Point aus den Augen zu lassen. Anders sieht sie am Quarry aus, da ist zurzeit nichts. Aber halt ein etwas zurückstehender Venturi, der hier so ein bisschen. Und ist er beschäftigt jetzt wirklich gerade drei Leute, zieht die damit. Wir haben Shutt, der hinten noch so ein bisschen Damage macht, aber dadurch können sie sich ja jetzt halt wirklich da auf. Nee, worauf fokussieren sie sich? Wir haben Sensortex, der mal auf den Waterfall gegangen ist, aber da war Aldemiri dann. In der Mitte passiert nicht wirklich was, und jetzt hat sich das dann doch in Richtung Quarry bewegt. Quarry verschoben. Und da ist Venturi gerade das Fokus-Target. Hat noch 1800 Lebenspunkte außerhalb der Death Shroud, und auch die schmilzt gerade vor sich hin. Also aufpassen, probiert sich jetzt hier so ein bisschen auf die Seite zu bewegen. Der Knockback hat gerade Issei runtergefetzt von der Seite. Da kam dann der Stealth Rest mit dem Refuge, aber da war Shutt schon fast draufgegangen. Also wir haben hier wirklich, Issei hält zwar was aus, aber es hat es hier nicht gerade gebracht, und Venturi wirklich mit dem Move auf die Seite wunderschön gemacht. Ja, hat sich da perfekt rausgezogen. Das ist auch ein Trick, der mir beigebracht wurde. Ich bin jetzt so ein bisschen im Training, ja, so hinten rum. Und das war so das Erste, was gesagt wurde, wenn du am Quarry campst. Ja, Shutt hat sich wieder einigermaßen gut hochbekommen jetzt gerade mit der Heilfähigkeit. Ist unsichtbar, probiert sich auch direkt durchzubewegen. Trifft auf Venturi. Venturi wird auch sofort von ihm geburstet. Muss den Fleischwunder benutzen, um sich aus der Sache rauszuziehen. Und deshalb allerdings auch kein Decap hier von Shutt. Zumindest nicht in erster Instanz. Wir haben auch noch kein Stomp gehabt, also somit immer noch wirklich die 53 Punkte auf beiden Seiten, nur von den Caps, die wir auch in den jeweiligen Close Point hatten. In der Mitte entwickelt sich wieder so ein bisschen was. Wir hatten Melo, der wollte so ein bisschen Richtung Quarry, aber das hat sich da auch nicht so ausgestellt. Venturi eigentlich ziemlich low, da konnten sie aber auch nichts hintersetzen, weil wir wirklich die Leute haben, die das hier absichern. Moltres steht an der Seite, Sensortex hat das im Blick, also hier soll wirklich niemand durchgelassen werden. Ja, auf der anderen Seite sieht es halt ähnlich aus. Misha ein bisschen defensiver und Issei, der da oben steht. Das heißt, auch hier alles im Blick. Keinerlei Aktion. Ich glaube, hier kommen auch sehr, sehr schnelle Calls, wenn Sensotix und Shutt hier mal sofort in Unsichtbarkeit gehen. Und wir sehen, ja. Shutt gerade im Downside gewesen, sehr, sehr schön von seinem Team hochgeholt. Sensotix hat im Gegenzug ebenfalls viel, viel Burst gefressen, aber er steht halt noch. Der Versuch, hier den Deep in den Downstate zu befördern, das funktioniert nicht. Bekommt einen Pistol Whip hier zurück, der liebe Shutt. Jetzt könnte es allerdings Sensotix erwischen. Allerdings auch er wehrt sich hier sehr, sehr stark. Und mit dem Burning geht Shutt noch down. Issei ist da beim Resen, und wir sehen das auf der anderen Seite auch. Sie haben da gerestet, also keine Stomp-Versuche, immer noch keine Punkte von den Stomps. Das ist wirklich, die sind hier alle so auf der Defensive. Oder, sag ich mal, gezwungen in die Defensive, sodass sie keine Offensive zeigen können. Wir hatten Sensotix und den Ansatz zeigen. Misha jetzt im Downstick könnte theoretisch der erste Stomp werden. Der Damage passt gut. Wir hatten Poison drauf, wir haben Poison drauf. Jetzt geht Sensotix auch noch down. Der Rest reicht, der Knockback kam, um den Damage ein bisschen entgegenzuwirken. Und beide stehen wieder. Unglaublich intensiv und unglaublich gute Teamaktionen, die wir hier sehen. Aber natürlich auch die Einzelaktionen, zum Beispiel jetzt hier gerade von Sensotix nicht ausgelassen. Jetzt theoretisch, Shutt ist weit genug vorne. Kann es Moltres schaffen, rechtzeitig zu kommen, um den Decap zu
verhindern. Er hat kein besseres Venom mehr und er ist schnell genug da, hat ein Viertel von dem Cap noch da gehabt, also da war sogar noch ein bisschen Spielraum. Ja, allerdings fehlt er jetzt ein bisschen im Teamfight. Chat ist schneller wieder mit dabei und muss allerdings jetzt auch defensiv arbeiten, weil Misha da gerade gedownt wurde. Das ist unglaublich. Oh, jetzt kam aber der Versuch von Chat mit dem Stomp. Wir haben Misha wieder stehen. Jetzt wird der Stomp auf Sensortex nochmal gemacht und der zweite setzt die ersten Punkte und damit haben wir jetzt einen 5-Punkte-Vorsprung für 55 HP Monks. Ja, das kann aber jetzt auch so ein bisschen der Brecher sein, weil jetzt das Team nach und nach fällt. Wir sehen, Fake ist direkt als nächstes dran. Hier muss sich jetzt Blackjack ein bisschen zurückhalten, um eben nicht den Punkt zu verlieren. Empire ist auch schon sehr, sehr low. Ventari ist in der Seuche. Also hier wird jetzt gerade alles gezündet, um am Leben zu bleiben und nicht durch diesen einen Kill auf Sensortex jetzt komplett zu fallen. Aber genau danach sieht es auch aus. Wir haben jetzt auch Ventari down und sie können sie theoretisch könnten sie beide liegen lassen, aber ich glaube, sie wollen den Mittpunkt lieber. Ist aber die Frage, ist da noch jemand, der damit reinrennen kann? Theoretisch Mortis noch die Chance, aber dann würde halt der direkte Decap auf dem Coil kommen. Jetzt ist Fake mit dem Respawn wieder da. Die Frage ist halt, wie gut es ist oder wie schlau es von ihm wäre, hier der Mitte zu joinen. Sensortex gerade hat den Cap damit delayed, dass er einfach Misha in den Downstep befördert hat. Das ist auch eine sehr, sehr gute Methode, um halt die Leute. Wenn man selbst nicht überleben kann, dann macht so viel Pressure, dass die anderen dich nicht killen können. Chat hat jetzt unten den Decap bekommen, oben allerdings selbiges durch Fake. Da wurden Issei und Blackjack ein bisschen überlistet. Das heißt, wir haben jetzt auch die Situation, überhaupt kein Punkt ist gecapped. Okay, gelogen. Der Quarry ist gecapped zwischendurch Chat. Ja, Ventari ist hinten wieder drauf, aber Aldemiri läuft einfach durch. Da wird er, glaube ich, nicht wieder den Decap bekommen. Auch wenn der Slow-Versuch da durchaus war. Ich weiß nicht, wo der Pistol Whip hin sollte. War, glaube ich, mehr ein defensiver Move. Haben wir schon oft gesehen. Da einfach, damit da nicht gebombt wird in dein Shadow Refuge. Einfach mal einen Pistol Whip raushauen, weil du währenddessen halt dodgst. Also jetzt Schatt ist das Fokus-Target hier unten am Quarry und bekommt auch sehr, sehr viel Damage rein. Hat er, glaube ich, noch sich selbst unsichtbar gemacht im Shadow Refuge. Kassab konnte deshalb zu einem relativ sicheren Rest ansetzen. Macht jetzt hier sehr, sehr viel Damage auf Sensotix und auf Ventari. Beide retten sich da links mit sehr, sehr wenigen Lebenspunkten raus. Sensotix raus, Ventari nochmal in die Death Shroud. Oh, und dann kommt jetzt, er zurück. Jetzt kam da gerade ein Quickness gemachter Pistol Whip und mit dem zweiten Pistol Whip schafft er es auch noch, Aldemiri in den Downstate zu bringen, bevor er down ist. Ventari wird jetzt noch einmal unterbrochen und theoretisch könnte der Downstate damit schon glatt ausreichen und Ventari auch noch down. Wir haben einen vierfachen Downstate. Sensotix stirbt als erstes, der Fokus war besser. Der Fokus war besser, der Downstate-Fokus. Ja, und das so schnell kann sich ein ganzer Teamfight auf den Kopf stellen. Unglaublich. Ich muss auch sagen, ich glaube, der Warrior hat ein bisschen mehr Downstate-Damage, als es da beim Necro der Fall ist, weil er sich halt nebenbei hochreckt durch die Aktion. Deswegen ist Ventari nicht gestorben, aber Sensotix hat das halt erwischt. Aber Boon sieht dafür am Waterfall gar nicht so schlecht aus. Gegen Misha und Issei hier, wobei in dem Moment, Fake, wo ich gerade schon sage, gestompt, Boon, also Emper muss sich hier schon wirklich verstecken und spielt da mit der Linie des Caps wirklich rum, um da noch genug Zeit zu haben, um da wirklich alles rauszuholen. Jetzt hat er Renewed Focus schon raus, einer der mächtigsten Cooldowns. Aber jetzt hat er wieder viel Misha direkt wieder von Sensotix. Sensotix ist der Misha-Killer in diesem Game. Und in, ja, der, aber Mitte, in der Mitte haben wir gerade einen Downstate von Shut gehabt. Der hat sich noch nach oben gepottert, aber es könnte den Midcap bedeuten. Ja, wir haben einen etwas aus dem heiteren Himmel kommenden Midcap. Das hat daran, dass Melo nach außen rotiert wurde, um da halt den Teamfight endgültig zu gewinnen. Deswegen nur Shut in der Mitte und den hat es halt relativ zügig hier erwischt. Dafür müsste es jetzt gleich hier eine klärende Aktion am Waterfall geben oder sollte es zumindest, aber Emperor wird nochmal hochgerest von Fake und Fake, das heißt, und Emperor, die ganze Sache hat sich hier nicht geregelt. Ja. Und das hält Boon im Spiel, der Cap. Das hält sie im Spiel. Midpoint natürlich, wir betonen das immer, wie wichtig das ist, aber man darf auch nicht vergessen, sie haben hier beide einen Punkt, wir haben einen gewissen Vorsprung und jetzt gehen sie wirklich volle Kanne in den Waterfall rein. Das ist für beide Seiten eine sehr, sehr gefährliche Nummer. Verliert 55 das? Haben wir eine ähnliche Snowball-Situation, wie wir das auf Niflhei vorhin hatten? Mit dem Double Cap sich das ganz, ganz schnell drehen und danach sieht es zurzeit aus, weil hier Issei außen im Downstate und Misha schon komplett gedownt ist. Melo steht drauf auf dem Punkt. Das heißt, das ist gefährlich, falls 55 das hier verliert. Auf der anderen Seite, falls Boon das nicht gewinnt, rennen sie halt weiterhin ihrem Rückstand hinterher. Sensotix ist auch gerade genau nach einem Teleport-Stomp in den Downstate selbst gegangen. Die Leute fallen wirklich mit diesen teilweise Burst-lastigen Klassen. Die hauen sich gegenseitig einfach nur um die Ohren. Das ist wunderschön. Ja, das ist
Ist auf jeden Fall angenehmer, als viele Banker gegeneinander spielen zu sehen. Ist er jetzt das nächste Opfer, das hier vorgenommen wird? Und ein Shatter, Sensortex ist wieder down, Fake setzt den Rest an, es wird probiert gegen anzudamagen. Haben wir überhaupt die Poison da drauf? Das sehe ich jetzt in dem Moment gar nicht. Nee, haben wir nicht. Nee, haben wir nicht. Und das ist könnte der Grund sein, warum er da wieder hochgeholt wird. Allerdings Emperor dafür down. Das heißt, jetzt 1 gegen 1 getauscht. Aber sehr, sehr schöner Burst von Sensortex auf Shut. Und wenn es da zu einem Storm kommt, hat sich das Ganze auch wieder erledigt. Shut kriegen sie da, glaube ich, nicht mehr hoch. Oh, und jetzt haben wir aber theoretisch einen offenen Midpoint. Jetzt hat sich hier Zapdos da hingetraut. Schaut aber auch nur zu. Schaut nur zu. Will wirklich nichts da offen lassen, nichts der Chance gegenüberlassen. Und wir nähern uns noch nicht so ganz. Also wir haben immer noch sehr, sehr ausgeglichen. Das sind 30 Punkte Unterschied, die wir momentan sehen. Und theoretisch haben wir noch etwas, was 150 bringen kann. Der Lord Killer. Aber Boon baut halt durch die Storms, baut diesen Vorsprung von 55 immer weiter ab durch die Storms. Und guck mal, wie knapp es da vor einem Cap am Waterfall ist. Also das ist sehr, sehr gefährlich. Issei hat jetzt hier auch schon das defensive Eiselementar aus dem Ärmel geschüttet, um da für ein bisschen Heilung zu sorgen beim eigenen Team. Aber auch das reicht nicht. Melodown, Shut ist halt auch nicht wirklich derjenige, der den Punkt hier verteidigen kann. Bringt dann sehr, sehr schön Shadow Refuge. Der Cap ist so knapp. Aber es ist, er muss halt aufpassen. Er kann selber nicht im Shadow Refuge pressen. Ja, er ist jetzt auch noch viert, ist Offpoint gestorben, kann sich natürlich mal nochmal ponten. Wir haben Aldimiri da drauf. Das ist jetzt wirklich eine Materialschlacht, in die hier gegangen sind. Ich glaube, wir haben da auch nochmal einen Ausversehen-Port gesehen oder sowas. Hat er einfach zu schnell gedrückt. Auf jeden Fall kam der erste Stomp dadurch, ohne noch einen Teleport-Stomp daraus zu machen. Aldimiri ist jetzt der letzte, der noch da drauf ist. Wir haben niemanden, der dann noch reinrennen kann. Und dann wird hier mit den 4 gegen 1, wird dann der Waterfall. Und sie. Und es sieht auch so aus, als wollen sie direkt durch auf den Lord. Und das könnte das ganze Match auf den Kopf stellen. Und dann hätte Boon die Chance, hier diesen 28. ESL Weekly Cup zu gewinnen. Venturi läuft jetzt den etwas komplizierten Weg Richtung Mitte, während allerdings erstmal nur das Tor geöffnet wird. Ich glaube, das ist hier Primärziel von Fake und Sensortex, oder? Oder gehen sie da sogar durch? Sensortex, irgendwie sitzen sich da nicht so ganz einig. Fake, gerade der Einzige, der durchläuft. Vielleicht soll er nur beschäftigen, vielleicht ist das einfach gerade so die Idee von Boon, er soll beschäftigen und wenn er in Ruhe gelassen wird, das ist gerade der Fall von Karsep, dann geht er durch auf den Lord. Also wir können schon ziemlicher Sicherheit sagen, glaube ich, dass wenn es nicht über den Lordkill entschieden wird, wird es über die Zeit gehen. Das ist so, 3 Minuten, dann ist okay. Ein Double Cap noch möglich, das auch außerhalb der Zeit zu gewinnen. Und der hat sich Burst, jetzt hier, den wir gerade auf Misha gesehen haben. Shut hat sich jetzt hier zurückbewegt, um Fake auf jeden Fall vom Lordkill abzuhalten. Heißt allerdings auch, dass Shut. Und sie verlieren jetzt den letzten Punkt. Okay, ich habe nichts gesagt mit dem auf Zeit. Wenn sie jetzt wirklich den 3 Cap schaffen, dann ist das sehr, sehr schnell gegessen. Wir haben das Portal von Misha, aber Misha ist nicht in der Position gerade, um es zu benutzen als toter Mensch. Ja, das meinte ich mir nicht in der Position. Wir haben den 3-Cap. Das ist der 3-Cap. Oh mein Gott, das Match für Boon gewesen sein. Es sei denn, da kommt ein Lord Rush eventuell noch auf Seiten von 55. Da müssen aber noch 2 Stomps mit dazu. Da müssen 2 Stomps mit dazu. Die sind 2 Stomps entfernt oder ein Cap und ganz kurz irgendwas machen. Wir haben theoretisch, wir haben jetzt hier Sensortex als einzigen, der 2 Punkte defensiv macht und jetzt könnte Shut hier probieren, das 1v1 zu gewinnen oder ihn zu outplayen mit schnellen Teleports. Aber wir haben Moltres, der an der Seite dazukommt. Sensortex zieht sich direkt zu, will da den Quarry nicht offen lassen. Ja, und das ist eine ganz unangenehme Situation für 55 gerade. Und sie haben jetzt hier Fake Down, aber auch das ist halt der erste Stomp, der fehlen würde. Ich glaube, darauf spekulieren sie jetzt gerade auch, wenn man sich die Position ansieht. Wir haben 3 Leute von Shut, die hier offensiv Richtung Lord stehen. Das heißt, wenn jetzt hier die ersten Punkte auf Fake kommen, dann würde das an 3 Punkten. Und Mr. Melo geht noch hier hin? Ne, er will doch noch an der Seite durch. Ist noch ein bisschen langsam. Wir sehen, da ist gleich die Tür, die schon aufgemacht wird. Vielleicht spekuliert 55 so ein bisschen darauf, dass sie noch einen Kill bekommen, wenn sie den Lord besiegen. Das heißt, wenn die Emperor mit reinläuft, dass sie dazu 5 Emperor fokussieren können. Das wird können. So knapp. Wir haben jetzt aber auch nicht mehr lange Zeit. Wir sind bei 490 Punkten mit einem 3-Cap, das wird nichts mehr. Nein. Wir haben zu lange gebraucht. Dann würde ich sagen, Glückwunsch Boon, der Überraschungssieger, glaube ich, des heutigen Tages. Hätte ich zumindest so nicht erwartet. Und
Ja, ich glaube, jetzt beißt sich gerade Kasseib doppelt in den Hintern, ist auch gar nicht mehr im Spiel drin, weil er halt da diesen blöden Creature-Kill nicht rechtzeitig hinbekommen hat. Damit hätte sich vielleicht schon alles entscheiden können. Zum einen hätten sie Niflhel gewonnen, ja, demnach wäre das Match hier nicht so gravierend gewesen. Zum anderen ist das natürlich auch das Moralding. Ja? Wenn du das erste Match gewinnst, gehst du anders, gehst du confident in das zweite Match rein. Ja. Und das hat sich hier vielleicht auch den Ausschlag gegeben dann bei Boone. Denn wir haben auf jeden Fall gesehen, dass wir die Five das eine Zeit lang sehr, sehr gut unter Kontrolle hatte. Sie hatten lange, lange mehr Punkte. Dieser geniale Play da im Downstate mit den vier Leuten am Quarry, all das sind Dinge, die ja in Favor für 55 liefen. Das heißt, was dann am Ende noch den Ausschlag gegeben hat, das kann wirklich dieser kleine moralische Unterschied auch sein. Kann es sein. Man darf die Psyche nie rauslassen. Das muss man immer sagen. Ich probiere jetzt nochmal ganz schnell im Replay hier die Situation zu finden, weil ja, ich hab's. Und das wollen wir uns nochmal kurz anschauen. Das fand ich nämlich wirklich irgendwie eine glorreiche Sache. Da sehen wir hier das 2v2 und dann werden wir gleich mit dem Sensortex Pistol Whip zwei Leute sehen, die sehr, sehr schnell fallen. Ein gut gesetzter an der Stelle. Sensortex hat sich da noch aus der Situation rausgezogen, geht rein, hat Shut in den Downstate gebracht und der Restversuch wird dann mit einem zweiten Pistol Whip im Downstate enden und da sehen wir dann jetzt, dass jetzt direkt gedamaged wird. Jetzt wird direkt da kommt der Interrupt und auf Sensortex wird gedamaged und die beiden machen dann wirklich was. Venturi jetzt auch noch down und jetzt kommt der Double Rally und damit war es das für Venturi. So wirklich wunderschön. Ja, überraschend, dass eigentlich nach so einer Aktion dann 55 HP das Match noch aus der Hand gibt. Also erwartet hätte ich es da spätestens definitiv nicht mehr. Aber man wird immer eines Besseren belehrt. Woran es wirklich lag, das war dieser Do-or-Die-Fight so ein bisschen am Waterfall, den ich ja vorher angesprochen hatte, wo ich gesagt habe, gewinnt Boone das, haben sie die Chance auf ein Comeback, gewinnt 55, das war's das für Boone. Und den Fight haben sie halt gewonnen. Und da hat 55 HP meiner Meinung nach, ich glaube, das ist wirklich der Knackpunkt, da haben sie einige Fehler gemacht. Sie sind zu oft zum Sterben reingegangen. Hätten vielleicht mal außen stehen bleiben müssen, regroupen. Das ist so eine ganz wichtige Sache. Wenn man als geschlossenes Viererpaket reingeht und lässt man den Punkt cappen von Boone, machen sie vielleicht 10, 20, 30 Punkte damit, rennst du mit 5 Leuten rein, machen sie durch die Stomps 25 und behalten den Punkt, also 5-mal nacheinander. Gehst du aber geschlossen mit einem 5er-Trupp rein oder mit einem 4er-Trupp und stompst sie dann ist der Cap egal. Durch die Stomps machst du die Hälfte der Punkte wieder gut, plus du kriegst den Decap raus. Deshalb ist Regroupen so wichtig. Oft hat man das vor allem auch in der Team-Queue, diese Panikreaktion oder Solo-Queue, ja. Diese Panikreaktion, der Punkt ist gleich gecapped, renne ich lieber gegen 3 Leute rein und probiere den Decap zu halten. Das ist Bullshit, weil man stirbt gegen die 3, man verliert den Cap ein bisschen später, gibt noch 5 Punkte ab. Und das ist so eine Sache, die wir auch bei 55 HP, sowohl beim Turnier der Legenden gesehen haben, ich glaube, das war das erste Match, wo wir das gegen TCG auch hatten, dass sie so reingerannt zum Sterben sind. Und das haben wir jetzt auch wieder gesehen. Ich glaube, das ist ein Problem bei Boone, bei 55 so ein bisschen. Man muss sich manchmal dann einfach wirklich die Zeit nehmen und regroupen. Oder in manchen Situationen auch nicht die Zeit nehmen, wie zum Beispiel bei einem Lord Kill, wenn man gerade gethreecapped ist. Ja, das ist sehr, sehr situationsabhängig. Manchmal lohnt es sich auch. Also ich will das gar nicht runterreden, als wenn man als alleinige Person den Decap auf einem Punkt hält gegen 3. Man kann damit sehr, sehr viel Zeit rausholen, aber das ist ein Situationsblick. Man muss die Entscheidung treffen und mal trifft man die richtige, mal trifft man die falsche. In diesem Fall war es von 55 HP die falsche. Das hat Boone wieder ins Spiel gebracht. Sie haben den Double Cap nicht hergegeben. Sehr, sehr viel Pressure auf jeden Fall ausgeübt. Dadurch den nackten Quarry erzwungen, den haben sie sich dann auch noch schnell gesichert über Blackjack. Dann hatten wir diesen 3-Cap plus Fakes versucht, da wenigstens noch Leute von 55 in der Base zu beschäftigen. Es war ein Suizidversuch, das war ihm, glaube ich, auch von Anfang an klar. Aber er hat damit Druck ausgeübt und das macht halt auch den Unterschied. Ja, wurde dann auch lang genug da liegen gelassen. Aber wir haben wirklich teilweise diese Psychospiele gesehen. Ein einfacher Lord Rush von einer Person, der dann so ein bisschen die Leute da wegzieht. Und dann natürlich von Venturi das andauernde Pullen von Svanir, was dann auch so ein bisschen gezeigt hat. Ja, richtig. Dann wissen die Leute einfach nicht mehr, wann es ein wirklicher Versuch ist. Aber auch vom Opener hat man gesehen, Boone hat sehr, sehr viel gegen 55 HP. Oder sie haben sehr, sehr viel aus den Matchups gelernt. Sie haben sich gegen den Opener gestellt, auch wenn 55 dann überrascht hat und einen anderen Opener genutzt hat. Es war kein Verlust für Boone. Das ist halt die Sache. Sie machen
Sie counterplayen sehr, sehr schön. Sie wissen, Shutt geht zu Svanir, wenn er sich bewegt, also bewege ich Svanir. Sie wissen, wie 55 HP eröffnen. Sie wissen vielleicht auch, wo sie sie gerade ködern können mit solchen Do-or-Die-Situationen. Und das hat hier vielleicht auch den Unterschied gemacht, das Wissen über den Gegner. Das ist das Schöne, wenn sich die Teams etablieren. Die kennen sich irgendwann gegenseitig.